Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Splatoon Online. Heute mal mit dem Medusa-Klecks-Roller, weil wir es drauf haben, weil wir es können, ja. Und ich habe ja gesagt im letzten Part, gegen Ende des letzten Partes, ja, ich werde hier dem Aaron, wieder nachjoinen, den guten Aaron, der Let's Player, ne, der ehemalige Let's Player Rednoser 3000. Aber der ist aus dem Raum rausgegangen, heißt, ich nehme jetzt trotzdem auf und für den Part mit Stuff und ich wette, wir können über ein Thema reden, würde ich sagen. Und ja, euch ist ja vielleicht schon aufgefallen, dass Splatoon Online jetzt zweitägig kommt. Warum das so ist? Ganz einfach, ich habe einfach jetzt in der letzten Zeit sehr wenig Zeit gehabt, weil ich hier und da unterwegs war. Und in nächster Zeit wird es auch nicht anders aussehen. Ich werde weniger Zeit haben, weil ich mich um eine feste Vollzeitstelle bewerben muss. Und ich muss eine feste Vollzeitstelle finden und... Kacke. Ah, stirb, Mann! Und stirb! Hallo? Hallo? Okay, cool. Er ist abgehauen. Ich werde mich um eine Festzeitstelle, um eine Vollzeit-Festzeitstelle bewerben müssen. Und ja, dankeschön. Aber das ist das Ding. Und das wird auch der Punkt sein, dass auch in nächster Zeit weniger Videos auf dem Kanal kommen werden. Klar. Ich muss mich halt um eine Festzeit oder eine Vollzeitstelle kümmern, mit der ich halt Geld verdienen kann. Ich arbeite momentan einfach nur bei Real als Aushilfe und verdiene da 360 Euro monatlich und das ist einfach nicht genug, um allein davon leben zu können. Deswegen werde ich hier mit YouTube jetzt ein bisschen ruhiger schalten müssen. Was mir leid tut, weil es macht mir Spaß, so viel aufzunehmen, so viele Videos zu bringen. Aber ich krieg's einfach sonst nicht mehr gebacken, wenn ich jetzt irgendwo vollzeitmäßig im Labor arbeite. Müsst euch vorstellen, ich habe auch nicht unendlich Zeit. Okay, dann halt so. Und so. Ich habe halt dann, wenn ich fest aufnehme oder wenn ich fest arbeiten gehe, nicht mehr so viel Zeit, weiß. Ich bin halt dann 8 Stunden jeden Tag arbeiten. 5-mal die Woche. Vielleicht sogar auch mehr. Weiß ich ja nicht. Wenn ich Überstunden mache, dann heißt für euch, ich stehe dann so um 6 auf, bin um 8 auf der Arbeit oder um 7. Kommt drauf an, wo ich arbeiten gehe. Ich weiß noch nicht. Komme dann um 18, 19 Uhr nach Hause, nehme dann wahrscheinlich noch ein paar Parts auf, so viele Parts wie an dem Tag kommen sollen. Das war's dann halt im Endeffekt, ne? Dann habe ich halt nur am Wochenende Zeit, die ganzen Parts zu bringen. Ist dann halt so, ne? Es tut mir dann leid für die, die diese ganzen Videos gefeiert haben, die auch diese ganze Quantität hier auf dem Kanal gefeiert haben. Ich bin ja jemand, ich habe sehr viel auf Quantität gesetzt, aber auch, in der Hoffnung, dass es für euch noch qualitativ gut sein kann. Ciao! Ha! Warum gewinnen die das jetzt noch? Wir waren noch viel besser als die. Ist das deren Ernst? Okay, cool. Nee, aber ihr müsst euch vorstellen, ich habe einfach dann viel weniger Zeit, um aufzunehmen und so. Momentan ist das ja so, ich investiere 4-5 Stunden jeden Tag ins Aufnehmen. Das kann ich dann halt später nicht machen, wenn ich Vollzeit arbeiten gehe, weißt du? Deswegen ist das auch unter anderem der Grund, ich gewöhne euch schon mal daran, dass es hier in der nächsten Zeit ein bisschen weniger kommen wird. Naja, mehr dazu im nächsten Kampf. Also, bis gleich. So, der nächste Kampf. Endlich das scheiß Blaufluchnippo. Ist das nicht normal? Alter. Endlich. Ich hänge jetzt hier schon seit 3 Aufnahmesessions dran, also schon seit einer halben Stunde. Und ich kann euch sagen, es kam bisher nicht ein einziges Mal dieses scheiß Blauflossendepot dran. Jedes Mal kam dieses scheiß Skatepark dran, dieser scheiß Pocasio Skatepark. Der zwar für die Sniper im vorvorletzten Part geeignet war, aber trotzdem... Was? Okay, cool, cool. Ich habe zwar nicht dahin gesteuert oder in Richtung aus, aber ist okay. Ist okay. Warum ich diesen Sprung nicht schaffe, ich habe keine Ahnung. Ich bin wahrscheinlich zu unfähig dafür. Scheiß drauf. Ja. Das Thema war ja eigentlich, darüber zu reden, warum... warum jetzt hier in nächster Zeit weniger Videos kommen werden. Also, ich habe es mir ungefähr so vorgestellt. Es werden unter der Woche, also von Montag bis Freitag, 2 Videos kommen. Das habe ich jedenfalls vor. Und das ist auch das, was ich auf jeden Fall stemmen kann. Klar.
Das kann ich auf jeden Fall aufnehmen und wir kommen ja nicht aus dem Gebiet raus. Wir müssen ja nicht mal rauskommen. Die sind viel zu offensiv, diese Wichser. Ey, komm, jetzt muss ich mal so agieren, Alter. Ciao. Nee, aber ich muss echt mal... Ja, danke schön. Vielen Dank. Du scheiß Bastard. Nee. Ich habe geplant gehabt, von Montag bis Freitag 2 Videos zu bringen. Und, am Wochenende 3 oder 4. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Und, fick dich. Es ist halt so, wie gesagt, ne, wenn ich 8 Stunden täglich arbeiten bin und auch wahrscheinlich eine lange Zugfahrt habe durch den Job oder so, wenn es mal so weit kommen wird, dass ich irgendwo hinfahren muss für die Arbeit, wo es ein bisschen weiter weg ist, dann habe ich halt auch längere Zugfahrten hinter mir oder auch lange Fahrten von mir bis nach zu Hause. Komme ich nicht dran drumherum. Ist dann so. Es bleibt nicht aus und das ist halt der... Okay, ich habe genau in dem Moment, wo ich gestorben bin, den scheiß Zinn-Titan gedrückt. Oder sogar schon davor. Cool, ne? Ja, und ich kann euch ja mal im nächsten Kampf erzählen, wie so mein Upload-Plan sein wird. Ich kann euch auf jeden Fall erstmal sagen, Pokémon wird erstmal sehr, sehr kurz treten. Pokémon wird erstmal gar nicht mehr kommen. Heißt, nach HeartGold war es das erstmal mit Pokémon. Ich habe ja gesagt, schon seit Start des Kanals, fick dich, dass ich meinen Kanal sehr auf Pokémon verlagern möchte. Dass wirklich jeden Tag ein Pokémon-Video kommt, aber ey, ganz ehrlich, ich bin kein Pokémon-Experte, es interessieren sich auch wahrscheinlich nicht so viele für Pokémon auf meinem Kanal. Pokémon ist das mit Abstand am wenigsten geschauteste Projekt hier auf dem Kanal. Und ich merke, dass euch Pokémon bei mir nicht so interessiert. Deswegen werde ich erstmal ein bisschen kürzer treten mit Pokémon. Ne? Man muss auch so ein bisschen die Nachfrage... Das Angebot und die Nachfrage müssen ja gedeckt sein. Wenn man sieht, okay, die Nachfrage ist nicht so groß, muss ich auch weniger Angebot bringen, ne? Ist dann halt so. Naja, beim nächsten und letzten Kampf gucken wir uns mal an, wie mein Upload-Plan sonst so ausschaut und was ich so in nächster Zeit sonst noch so geplant habe und so. Also, man sieht sich dann im nächsten und letzten Kampf. Also, bis gleich. Ja. So, Blauflossendepot nochmal zum Abschluss des Parts. Der gute Ariri ist mir nachgejoint. Guten Tag, Ariri. Kommen wir jetzt mal zum Ende des Parts hin, zu den ganzen knackigen Knackpunkten des knackigen Parts. Und zwar, was habe ich in nächster Zeit so auf dem Kanal vor? Wie gesagt, weniger Pokémon. Beziehungsweise, ich habe erst wieder vor, Pokémon zu bringen, wenn ich auch die 3DS Capture Card habe. Die irgendwann, weiß ich nicht, gegen Ende des Jahres da sein wird, wenn alles stimmt vom Geld her und so. Weil momentan wird es auch so sein, wenn ich kein BAföG mehr bekomme, wird mir auch das Geld ausgehen. Ne, wenn ich nur von Realarbeit und Kindergeld bekomme, sind das ungefähr 500 Euro im Monat. Und das reicht gerade mal so, um die Miete zu zahlen. Dann die 100 Euro Essensgeld monatlich. Und dann noch ungefähr 60 Euro Strom und sowas. Sind halt ungefähr 380 Euro oder 400, sagen wir 400 Euro. Dann habe ich noch ungefähr 500 Euro. Von 500 Euro habe ich dann 100 übrig ungefähr, ne? Und das ist jetzt nicht so knackig. 100 Euro im Monat! Ciao. Das ist nicht so viel und das ist auch nicht so knackig. Und ich möchte einfach mit einem höheren Luxusstandard rangehen. Deswegen brauche ich auch diesen Job, diesen Laborjob. Womit ich einfach so, ich sag mal... Keine Ahnung. Fick dich. Fick dich! Oh, da bin ich halt. Diesmal bin ich auch gesprungen und es hat was gebracht. Okay, cool. Weiß, ich möchte halt auch so mal. Natürlich. Natürlich. Nee, ich möchte einfach mal so. Ich möchte halt so einen Luxus haben, dass ich sagen kann: Okay, ich habe im Monat so ungefähr 700 bis 1000 Euro übrig und kann mir davon kleinen Luxus gönnen. Und das ist halt momentan nicht der Fall. Wobei, momentan ist es noch so ein bisschen so, weißt du, ich habe BAföG und halt Real, ne, mein Nebenjob und verdiene halt nebenjobmäßig Geld, aber das wird halt in den nächsten Monaten nicht viel mehr sein, was da auf mich zukommen wird an Geldern und Scheiße! Deswegen wird es auch in den nächsten Monaten weniger Videos werden, also mein Upload-Plan wird dann so sein, wenn Pokémon ausläuft, läuft Pokémon aus.
Heißt, wenn der letzte Part Pokémon hat Gold kommt, kommt der letzte Part Pokémon hat Gold und dann kommt ein erster, aus erster Sicht kein Pokémon mehr. Bis ich die 3DS Capture Card habe, dann wird Pokémon X Let's Played. Und was ich auch noch sagen kann, es wird auf jeden Fall so sein, es gibt ein Hauptprojekt, es gibt zwei Hauptprojekte gibt es und die kommen dann 12.30 Uhr und 13.30 Uhr. Und bei denen wird es dann so sein, oh, Sniper. Bei denen wird es dann so sein, ja, ich denke mal, was für Projekte das sein werden, das werden wir dann noch sehen in nahe der Zukunft, ne, weil ich kann jetzt nicht genau sagen, welche Projekte kommen werden, weil die laufen noch irgendwann aus, die Projekte, die ich jetzt habe. Momentan habe ich ja Cube Life, Yoshi's Woolly World und die laufen ja auch erstmal noch ein bisschen weiter, ne, sollte ja klar sein. Cube Life wird auch so anscheinend so ein Endlos-Projekt, ne, typisch Minecraft halt, Minecraft für Wii U. Ja, aber was so richtig kommen wird, das werden wir dann in den nächsten Monaten bestaunen können. 999 Punkte! Naja, das auf jeden Fall zu der Situation. Ich hoffe, ich habe nicht hin und her und dies und das und bla rumgelabert. Ich hoffe, ihr konntet meine Gedankengänge verstehen. Von daher gesehen, das war's für den Part. Macht's gut, haut rein, ciao!